Morgens, da sind wir wieder. Folge 451. Ja. In der letzten Folge gab es ja nicht wie gewohnt die Map zum Download und auch nicht die Welt zum Download. Liegt einfach daran, einmal fehlt ja noch ein Teil der Map. Datensicherung oder die von den alten Festplatten ist immer noch nicht wiederhergestellt. Da lasse ich mir, wie gesagt, auch Zeit. Aber mit der 1.7 funktioniert mein Mapping-Tool nicht mehr. Und das ging doch hier mit Scrollen. So, sehr schön. Da war der gute Sinjin so freundlich, hat sich für mich ein bisschen umgeschaut. Und ich habe jetzt hier gefunden, Mac a Map nennt sich das. Nee, Overviewer, Entschuldigung, nennt sich das. Mac a Map war was anderes, das hat leider nicht so gut funktioniert. Mac a Map, was funktioniert, was auch sehr schön aussehende Maps erzeugt, muss ich sagen. Das sieht richtig gut aus, wenn man da reinzoomt. Ne? Wir sehen hier Nubirsa zum Beispiel. Wow, das habe ich ja hier noch gar nicht im richtigen Spiel mir angeguckt, die Ecke. Okay, das sieht jedenfalls richtig gut aus, wenn man da reinzoomt. Ne? Wenn wir uns hier das Creeper Memorial mal anschauen. Zack, das nutzt halt die Google Earth Technik oder Google Views Technik. Der Haken ist, ich kann halt nicht wie bei meinem alten Mapping Tool bei MacMap die Karte nachher mit Photoshop nachbearbeiten, dass ich also die ganzen Ortsnamen einblende und so weiter und so fort. No? Okay, schauen wir einfach mal, was so in den letzten Folgen passiert ist. Wir sind ja viel, haben wir uns ja rumgetrieben. Na, so rum. Na, hier haben wir blödes Kaff. Ja. Und noch der andere Punkt, der wichtig war. Ne? Hier, das ist Nuevoport oder Nuevoport. Und hier haben wir die lange Bahnstrecke quer über den Ozean, ne? Der wirklich ganz schön groß ist. Und no, hier hinten haben wir dann die Station, die immer noch keinen Namen hat. Dann geht es hier den Weg rum. Hier eventuell entsteht da eben der Helm vom Master Chief unter diesem Überhang. Ist auch schön gemacht hier mit dem Schatten. Sieht gut aus. Und hier haben wir halt den Staudamm aus der Mitbauaktion. No. Und die Gebiete, die wir letztes Mal erkundet haben bzw. gezeigt haben, no, das ist hier Yellow Brick Island, ja, meine zweite Farminsel und die Insel, deren Namen ich beim letzten Mal so verzweifelt gesucht habe, wo wir die auf meiner Baumfarm die schwarzen Eichensetzlinge einpflanzen werden. Hier, das ist meine Baumfarm Puerto Vallarta, ne, da ist noch alles unbepflanzt, ne, da werden wir also dann mal, wir genug Setzlinge zusammen haben, dahin fahren und die einsetzen. Ne, hier haben wir Les Piranhas, den Ferienclub, dann hier Caravatabana und so weiter, die wundervollen Plätze in meiner Welt. Hier das Bauernhaus, großes Bootshaus, ne, dann hier das Kloster von Oidong mit dem Portalhügel. Sieht auch alles richtig episch aus. Ne. Meine Fresse, was ist denn jetzt mit meinem Hals los? Naja. Hier, Sulis Lob, Klein Venedig, ne, die Minecart-Station, die wir hier gebaut haben, dann, die ja lange überfällig war, bei Klein Venedig, beziehungsweise beim Pilzhaus hier mit dem Portal, wo es dann auch in den Nether geht. Auch hier haben wir ein Portal, was in den Nether geht. Und das ist hier also der neu hinzugekommene, neu erkundete Bereich und den gilt es jetzt zu erschließen und auszubauen. Und ich hatte ja in der letzten Folge angefangen halt mit dem Wegebau das zu zeigen, beziehungsweise was ich halt über Wege erschlossen habe und das wollen wir uns heute nochmal in der Übersicht ansehen. Wir haben hier auf der linken Seite New Venango und hier blödes Kaff und von da geht halt der Weg los. Ja, das hier ist der Skelettspawner, den wir uns da ausgebaut haben. Da kann man schön dicht reinzoomen mit dem Tool. Das ist gut. Hoppala. Man kommt aber auch zu schnell wieder raus. Und dann geht halt hier der Weg weiter
bis zu dem Abzweig. Hier haben wir die Höhle, die wir ausbauen, wo also auch der Zugang zur Mine unten drin ist, wo wir auf der anderen Seite halt diese Steilküste haben, ne, mit den ganzen Löchern drin, die dann unter Wasser beleuchtet sind und so weiter und so fort. Das haben wir ja letztes Mal gesehen, auch in den Bausessions, ne? Und hier sehen wir halt, hier wird noch ein Eingang, ein weiterer entstehen. Hier haben wir den Eingang, an dem die letzte Folge begonnen hat. Ja. Und ja, die Höhle, beziehungsweise dieser Stützpunkt hier, da ist ja noch ein Eingang. Den müssten wir eigentlich auch noch irgendwie versuchen, dann anzubinden. Ja, der hat inzwischen einen Namen bekommen, und zwar heißt der Hamsters Heaven. Hamster mit P geschrieben. Kleine Referenz an Obi-Wan Kenobi hier. Also Hamsters Heaven, einfach mal, Heaven einfach wegen der Alliteration. No? Und dann seht ihr, wir haben, zack, einmal rausgezoomt. Hier haben wir Lummerland, ne? Meine erste Farminsel, die wir hier ausgebaut haben. Und ja, hier. Na, da haben wir den Weg, den ich euch letztes Mal gezeigt habe, und entlang dessen werden wir jetzt hier halt weitere Stützpunkte ausbauen. Na, die klassische Route nach Lummerland von Klein-Venedig aus ging ja hier immer unter dieser Brücke durch diese Passage. Man kann auch alternativ hier diese Passage nehmen. Da hat man genug Platz. Und ja, der Weg geht halt hier nach Osten. Straightway, ne? Hier haben wir die Schlucht, die wir beim letzten Mal ja überquert haben. Ne? Da wird also noch was ausgebaut werden. Dann geht es hier weiter, immer weiter nach Westen. Da hinten ist auch noch mal was Interessantes. Mitten im Wald versteckt so ein Geländeeinbruch. Müssten wir uns auch mal angucken. ja, und dann haben wir hier die Stelle, wo sich der Weg teilt. Ne? Wo wir einmal die große Brücke haben, die noch fertig gebaut werden muss, und hier eben dieses neue Territorium, wo wir eben diese Schwarzeichen haben. Holla. Ja. Schöne Bucht hier, und der Fluss, ne, wo ich noch gesagt habe, ja, ich mach mal einfach doch die paar Durchbrüche, dass man hier halt auch schön mit dem Boot überall durchfahren kann. Ne, dieser Pilzwald, den wir hier haben mit Schwarzeichen. Und ja, hier, ne, führt halt der neu gebaute Weg dann lang nach Süden, schlängelt sich hier so durch. Na, hier an dem Lavateich vorbei, den hatte ich euch ja auch gezeigt. Und geht hier immer weiter nach Süden. Na, man braucht es aber auch ein bisschen hier. Dann haben wir hier den Abzweig, wo es in die Höhle reingeht. Und kommen dann hier. Das ist ja auch nochmal so ein Einbruch. Okay, den hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal angeguckt. Okay. Ja, und dann haben wir hier das, was ich das letzte Mal gebaut habe, ne? Nämlich hier an dieser Flussmündung. Einmal rausgezoomt. Und ein bisschen geschoben nochmal. Ja, ne? Hier an dieser Flussmündung. So. Na, dieser Fluss, der jetzt hier so durchgeht. Na, komm schon. So. Na, dahin neue Gewässer erschließt. Na, da haben wir hier dieses kleine Wohnhaus gebaut, diese kleine Station. Und jetzt ist halt noch das Lagerhaus dazu gekommen. Das habe ich offscreen gebaut. Und ja, hier haben wir dann nochmal eine schöne Bucht, wo ich, denke ich mal, auch nochmal einen schönen kleinen Hafen bauen werde, anlegen werde. Na, und das Ganze ist dann eben nicht mehr allzu weit, wenn man sich das hier so anschaut. Das heißt eigentlich noch ein ganzes Stück. aber es ist halt schön, so 45 Grad, ne? Sprich Richtung Südosten, einfach ziemlich straight gefahren, kommt man dann zu der Hütte, die hier immer noch keinen Namen hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich nenne die einfach hier Zabriskie Point. Ist eine Anspielung auf einen Film. Es gibt einen Film, Zabriskie Point, so aus den 70ern, glaube ich. Durchaus sehenswert, interessant. Dann haben wir das Ding hier auch endlich mal benannt. Ne? Wir haben also hier Yellow Brick Island, Zabriskie Point, den Master Chief Helm. Ne? Hier der Hafen, den nenne ich wahrscheinlich Pearl Harbor, also mit zwei Ö, wie Harald Glöckler, ne? Pearl Harbor.
Und ja, da hinten, gut, da brauchst du noch einen Namen. Na komm schon, Kiste, dann schieb mir das hier hin. So, ja. Und hier oben das Areal, die Höhle da mit dem Anschluss an das Minensystem. Das ist Hamsters Heaven. Und da hinten, da oben haben wir dann Lummerland. Ne? Und hier haben wir die großen Berge, das Hochplateau, das Schneebedeckte, was wir hier auf den Expeditionen hier ja schon gesehen haben. Diese Karte, beziehungsweise sind ja mehrere Dateien, das kann ich euch als ZIP-Datei hochladen und findet da dann in der Videobeschreibung den Link, na, einfach die ZIP-Datei entpacken und die Index.html aufrufen. Dann habt ihr genau diese Karte, könnt ihr euch das genauso angucken. Voraussetzung ist natürlich Internetverbindung. Ja, weil hier eben Google Maps oder Google View Technik genutzt wird, glaube ich. Ne? Aber man hat hier schön Koordinaten, pipapo. Ne? Und man kann halt schön reinzoomen. Und hier das gelbe Haus, das ist angeblich mein Spawnpunkt. Ja, eigentlich lag er ja, ne, wer die ersten Folgen kennt, der weiß es, hier an meiner Strandhütte. Da, ne, da bin ich gespawnt, da bin ich in diese Welt hineingekommen. Das war allerdings noch in der Beta 1.1. Lang, lang ist's her, knapp 3 Jahre. Ne. Guti, das erstmal so als Überblick, dass wir den wieder haben. Und ja, was haben wir heute vor? Hier an der Flusseinfahrt, das haben wir ja fertig gebaut. Genau, ich habe ja hier oben in diesem Bereich der Karte kaum ein Portal. Ne? Ich habe hier in Jovenengo, da ist eins. Und hier in Zabriskie Point ist eins. Und hier eben am ja, in Nieuweport ist eins. Und hier am Pilzhaus ist eins. Aber hier so im Norden, ne, da fehlt mir halt noch eins. Und da bietet sich eigentlich an, hier in Hamsters Heaven ein Portal noch zu bauen. Ne? Gerade wenn ich jetzt von hier aus die Welt noch weiter erkunden möchte und hier noch so weiter erschließen möchte. Diesen Teil hier, den haben wir ja auch in einer der letzten Folgen erkundet. Ja, da hatten wir ja diesen Wassereinbruch, beziehungsweise mitten in einem See, diese Stelle, wo es dann so runterging. Das ist hier. Hier sieht man also die Säule aus Mossy Cobblestone, die ich mir hier errichtet habe als Markierung. War ein bisschen schwer zu finden. Ja, das ist sicherlich eine Stelle, an die wir später noch zurückkehren werden. Aber heute geht es erstmal in den Nether. Und zwar hier von Hamsters Heaven aus. No? Wir sehen uns also gleich wieder in Hamsters Heaven. Ich schalte hier dann erstmal um und starte Minecraft und wechsle das Aufnahmeprogramm. Pipapo, was auch so dazu gehört. So Leute, da sind wir, ne? Hamster Heaven hier mit P geschrieben. Ja, Schilder habe ich hier also auch schon angehängt. Und ja, da haben wir das Portal. Und ja, ich werde mir wieder mal die Koordinaten notieren. Zack, zack, zack. Wo kriegt man jetzt ein Stück Papier her? Also, das sind 270 und minus 2418. 418, jeweils durch 8. Lasst mich kurz überlegen. So, das wären also im Nether 33 und minus 300. Ja. Es steht ja zu befürchten, dass wir in einem Portal rauskommen, was wir im Nether schon gebaut haben. Ne? Weil wir nicht weit genug weg sind. Schauen wir mal. Klickidi-klack. Ihr seht, ich habe mich hier auch schon ausgerüstet. Ich habe Obsidian dabei, dass ich halt unten ein zweites Portal notfalls bauen kann. Ein bisschen Kürbiskuchen neben dem verrotteten Fleisch. Ja, und halt ein bisschen Cobblestone, dass ich da ja, das
neue Tor gegebenenfalls auch gleich ein bisschen einmauern kann. Gehen wir los, hinein, in den Nether. Oh, waren wir schon lange nicht mehr. Ach ja, und da kommen wir in dem Portal raus, was zu New Venango gehört. Ja. Und Mr. Master, ich gerade eh mal Experience gebrauchen kann. Legen wir uns gleich hier mal mit dem Burschen an. Holla, die Waldfee. So. Klick-Klack. Wir müssen ja eigentlich nach Norden. Das heißt... ja. Wir müssen in die Richtung mal unterwegs. Also ganz neue Richtung jetzt hier im Nether auch. No? Z-300 haben wir hier ja gleich. So, da haben wir noch das zweite Nether-Portal. So, das wäre jetzt hier minus 300. Und dann geht's straight in diese Richtung. 60, 70 Blöcke. Schauen wir mal. Na Jungs, seid ihr noch sauer auf mich, nachdem ich eure Kollegen drin fertig gemacht habe? Hoffentlich nicht. Übel die Hüpf. Und dann laufen wir mal los. Bisschen vorsichtig. Ich hätte mir so eine Dings-Potion noch nehmen sollen. Nein. Man merkt, ich war schon lange nicht mehr im Nether. Ja. So, zack. Ja, Tür machen wir mal hinter uns. Zu können wir auch gleich mal eine Druckplatte uns dahin legen. Kann sein, dass es die uns mal zerfetzt hat. Hm? Ich habe eigentlich ja überall in meinen Nether-Stationen... Na Hund, hältst du hier immer noch treu und brav Wache? Ja. Hm. Genau. So. Nehmen wir noch einen zweiten mit als Reserve und gleichzeitig ein paar als neue Ausstattung. Ich muss mal mit der Stimme ernsthaft was machen. So. Den ersten trinken wir gleich. Den zweiten legen wir uns parat. Und dann geht's auf. Wie gesagt, x gleich 30, z minus 300. So, diesmal gehe ich aber hier runter. Nicht, dass ich mir hier noch was anknackse. Nicht mehr als nötig jedenfalls. So. Und das Zombiefleisch hält ja wirklich nicht lange vor. So, dann kann ich hier aber auch einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste lang spazieren. Muss mal gucken, wie ich da runter oder rüber komme. 30 Blöcke, das ist eigentlich nicht allzu viel. Da möchte ich ja schon eigentlich auch hier rauf. Ja, bauen wir uns mal darüber in die Richtung. So. Das reicht. Okay, da kommen wir aber hier an der Oberfläche doch nicht weit genug. Doch, Z minus 300. Und X 30, also hier würde das neue Portal liegen. Das ist ja... Wird noch ein bisschen hier. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Wisst ihr was? Da werde ich nämlich mal hier ein bisschen... Sagen wir mal eine Ebene hier abbauen. Das geht ja mit der Superspitzhacke. Da muss ich ja direkt aufpassen, dass ich nicht hier einfach zu viel wegklopfe. Na, aber ich habe dann hier einfach auch erstmal Baumaterial, um hier diese Insel, diese fliegende auch noch weiter auszubauen. Und dann kann ich mir mit Cobblestone, der ja dann von Ghasts erfreulicherweise nicht weggesprengt werden kann, eine schöne, solide Unterlage dahin bauen und dann geht das. So. So, dann kann
hier die. Ja, ein bisschen nach unten ist da nicht verkehrt. Oh, wir sammeln auch hier fleißig die ganzen Pilze ein. Holla, die Waldfee. Hier muss man wirklich aufpassen, dass man nicht nach unten durchplumpst. Wenn man da mal ein Loch reinhaut. So, so, so. Und... Na, mal gucken, das wird dann wieder so ein Ständer oder so ein Festungsturm, dass ich halt dann hier auch nach da unten runterkomme. Oder wäre das vielleicht sogar machbar, dass ich den Weg von da oben runterbaue. Ich glaube, das ist mal fast besser. Ja. Lass ich mir mal durch hier. No. So, wollen wir hier unsere Spuren beseitigen. Zack. Hallo. Da kann man natürlich hüpfen, aber ich bin jetzt mal vorsichtig. So. X30. Ich meine 33, ja, das ist ja eigentlich noch ein ganzes Stück. Dann hier, nee, ach nee, halt, das ist ja Z300. So, das ist hier die Linie. 301, zack. So, und dann die Spitzhacke geschwungen, dass wir uns von hier aus mal großzügig mehr oder weniger so nach schräg unten durchbuddeln. Den Rest oben sprengen wir dann einfach weg. So. Aber dass ich hier einen schönen breiten Abgang habe. So, wer hätte das nicht gerne? Okay, hey, gleich mit dem zweiten Schuss erwischt. Nicht schlecht, den Gast. So, zack, zack, zack. Klickidi, klickidi, klack. So, ist das hier eigentlich schon die Höhe? Nee, das ist er nicht. Okay, da müssen wir noch ein ganzes Stück uns rausklopfen. So. So. Das heißt, wir fangen mal hier an. So, dass ich hier erstmal wenigstens ein bisschen so eine Orientierung habe. Ganz grob einfach hier durchgeklopft. Mit der Superhacke geht das ja wie durch Butter. Eingeebnet wird das später noch. Ich will hier natürlich nicht alles untertunneln. No. So. Okay. Das sieht doch schon eher nach was aus. Sogar noch ein bisschen drunter gehen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Zack, 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 zack. Und oben hier mal so ein bisschen weggeklopft. Und 33, okay, das wäre dann hier. 300. Dies passt. No, das war nämlich dann hier 1, 2, 3, 4. Ach,
Ja, komm, hilf mir mal hier beim Freisprengen. So, so, so. Ne, halt, es müssen ja drei hoch sein. Ach, Jungs, wenn ich schon mal wieder Portale baue. So. Ne? Achso, Kopf noch ein bisschen frei machen hier. Ne, halt mal, ist doch... Hier dann... 1, 2, 3 muss es ja sein. So, ok. Zack, zack, zack. Und dann... Schwuppdiwupp. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist doch... Habe ich mir etwa zu wenig Obsidian mitgenommen? So. So, kann ich den jetzt hier... greifen? So, schwupp, schwupp. Immer dieses Hin und Her. Zack. So, und dann sollten wir das hier anzünden können und... Jawohl, das klappt. Dann testen wir das mal. Ob das hier jetzt richtig ist. Ja, da sind wir hier in Hamster Heaven. Sehr schön. So, schwuppdiwupp, da eile ich dann gleich mal los zu den Öfen. Und Kisten, dass ich hier den Netherrack andersrum bei Seite packen kann. Da geht's runter. An der Stelle, ich verhaspele mich an der Stelle in der Höhle hier immer. So, klasse, das ging ja mal richtig flott. Zack, brenne und brenne. So, und den Rest packen wir dann erstmal hier oben rein. Zack, hier in die Reihe. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Die leere Pulle kommt hier dazu. Dann haben wir hier noch Pilze, die dazu kommen. So weit. So gut. Und jetzt ist es halt auch an der Zeit. Habe ich hier noch Cobblestone? Nö, dann nehmen wir mal normalen Stein mit. Und machen uns daraus Steinziegel. Oh, das wir da unten dann auch bauen können. So, der Trank hat jetzt natürlich seine Wirkung verloren. Aber schauen wir mal. So, schwupp, und komm her hier. Zack, zack, zack. Ja. Vergiftet, aber satt. Hups, hinein in den Nether. So, da werden wir erstmal dann... Oh, ach ja. So. Hier anfangen. Zack, zack, zack. Und hier erstmal eine Schutzmauer. Dass wir da nicht so ganz unter Feuer genommen werden. Ach komm, gib Ruhe, Bursche. So. Okay, hoppala. Siehst du mal, noch gleich hier nochmal ein Püllekin nehmen. Und dann mit dem Glas hier das Feuer ausklopfen. Nicht unbedingt die empfohlene Methode im realen Leben, aber in Minecraft funktioniert das. So, dann können wir hier auch zack und zack. Können wir eventuell sogar auch noch zur anderen Seite dann durchbauen. Aber erstmal soll das hier so reichen. Ja, den Rest machen wir hier erstmal vorsorglich provisorisch mit Netherrack dicht. Das Ganze wird dann noch hübsch gemacht. Erstmal muss es Schutz bieten.
So, no. So, und dann ziehen wir hier die Mauer erstmal weiter. So, und jetzt haben wir hier Platz 1, 2. Komm, hüpf da raus, Bursche. So. Ja, den einen Obsidian, den hauen wir da noch rein. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. So. So. So, hier haben wir einen Platz. Das heißt, einen Platz und dann hier. Zack, 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 zack. Zack. Auch die Mauer gelegt. So. So, das sieht doch schon mal. Komm. Zack. Na, kommen wir da hinten ran. Mit ein bisschen um die Ecke und so weiter. Geht das ja dann schon. So und so. Ha! Geht ja auf den Stein genau auf. So weit, so gut. Dann können wir uns dann hier nämlich einen schönen Eingang zurechtbauen. Dach drüber und so weiter. Es geht jetzt aber erstmal wieder daran, dass wir uns hier den Weg bauen. Und dazu hoppla, 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 müssen wir hier noch ein bisschen weiter. Und noch dann hier. Ja, können wir einfach mal gucken, wie wir das dann machen nachher. Erstmal hier so schwupp, schwupp, schwupp. Ah ja, hier ist ja mit Schutzmauer gleich. Der Weg schon angelegt. Ja, Hundi ist immer noch da. Sehr schön. So, schmeißen wir auch hier erstmal den Netherrack in den Ofen. Und alles, was wir jetzt so aktuell nicht brauchen, kommt hier einfach erstmal in die Kiste. Okay, sie sind Sand. Zack. So. Denn jetzt geht's wieder ans Rennen. Ich habe ja noch von unserem letzten Nether-Ausflug, als wir die Station unter Zabriskie Point gebaut haben und sie an die Station bei Nuevoport angeschlossen haben, als wir da diesen Tunnel gebaut haben, da habe ich ja noch einiges an Dynamit und Redstone und so weiter. Also alles, was man zum Sprengen braucht, noch hier unten zu liegen. Zack, 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 zack. Ah. Werde sehen, ich habe die Station hier unten. Müsste da eigentlich kennen, dass ich das hier so ausgebaut habe. Halbwegs jedenfalls. Ne? Hier haben wir also noch TNT. Hier haben wir Redstone-Fackeln. Hier haben wir Redstone. Ne? Und damit können wir hier noch ein bisschen Kürbiskuchen da lassen als Verpflegung. Und damit können wir dann ja, den ganzen Netherrack da wegsprengen, ja, dass wir einen schönen übersichtlichen Weg haben und dann nicht immer durch so einen Tunnel durchrennen müssen. Ja, ich möchte eigentlich die Wege hier im Nether schon frei haben, auch wenn man hier immer mit solchen Gästen rechnen muss. Ja, aber ihr seht ja, Halleluja, was für ein Aiming. Mit dem ersten Pfeil den ersten Schuss zurückgespielt, mit dem zweiten Schuss den Gast abgeschossen, mit dem dritten Schuss seinen zweiten Schuss weggehauen. Das war kein Skill, Leute, das war wirklich reines Glück, mehr oder weniger. Ne? Was Shooter angeht, bin ich ja doch absolut unbegabt. Ja. Habt ihr gesehen, wer mein Far Cry Let's Play aus dem Let's Play Duell verfolgt hat, ne? Der weiß das.
So, zack, 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 zack. Ja, dann werden wir sehen, dass wir hier mal sprengen. So, hier muss einer rein. Da muss einer ran. Kriegen wir hier noch mehr weggehauen? Müssen wir hier noch mehr weghauen? Erstmal schauen. Na? Dahin. Boom. Jawohl, na, da habe ich also hier schon mal den Gang. Die Decke frei. Hoppala. Das passt ja soweit. Und das hier oben, das werden wir auch noch alles wegsprengen. Ja. Da denke ich mal, werden wir uns aber von der Kante aus vorarbeiten. Ja, dass das hier so eine schöne Schlucht wird, dass das so halbwegs natürlich aussieht. So, da sind wir. Dann werden wir hier anfangen. Ja, soweit sollte er eigentlich wegspringen. So, zack, zack, zack. Warte mal, geht das mal hier? Hier. Hier. Und da dann den Redstone drüber legen. So. Aha. Das geht nicht. Darüber. Oh, das heißt, hier hinten brauche ich ihn ja. Doch. So. Machen wir mal da. So, dass das auf jeden Fall mitgeht. Und hier müssen wir es ja irgendwie nach oben bringen. Okay, die ersten beiden gehen hoch. Boah, das hat sich doch schon mal gut angehört. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. So, sammeln wir hier den Krempel auch mal ein. So, und dann müssen wir noch zusehen, dass wir hier was weggesprengt kriegen. Das sollte aber hiermit möglich sein. Holala. Ja, okay. Das ist, glaube ich, eine gute Methode. Zwischendurch wieder was essen, damit wir uns hier auch gegebenenfalls noch aufheilen. So, dann machen wir mal. So. Na. Okay. Da bleibt irgendwie nicht mehr viel übrig vom Nether. Oh. So. Oh, hier ein bisschen so Reste beseitigen. Jo. Oh. Und? Na. Na, es gibt's doch nicht. Müssen wir hier extra. Extra, extra, extra.
Jo, okay. Das nimmt so langsam Form an. Na. Oh, Vorsicht, Jungs, das knallt hier gleich. Ach, Mann. Irgendwie. Okay. Mit Gastzündung. Ich könnte mich natürlich auch hier. Ich könnte jetzt natürlich auch hier stehen bleiben, bis der Gast mir hier alles weggepustet hat. Ein bisschen nah. Aber okay. So, zack, 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 zack. Hier. Jetzt den Trümmer mal einsammeln. Da hinten? Meine Fresse. So. Okay, das sieht ja soweit schon mal besser aus. No. Oh, schauen wir, wenn wir hier, denke ich mal, nicht brauchen, dass ich mir hier noch für so kleine Reparaturen so ein bisschen schön machen, was da hinlegen kann. Na, dass wir hier so mal ein bisschen auch das einebnen können. So, bing, 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 bing. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht alles wegsprenge. Oh, dass ich einfach nur die Kante dann näher ranziehe, aber irgendwo hier höre ich jetzt auch wieder die Feuerquallen. Ja, ich weiß, Profis hätten die Redstone-Fackel jetzt noch mitgenommen. Ne? Aber bin ja kein Profi. So. Zack, nochmal einen Happen gegessen zwischendurch. Okay. Haben wir den auch erledigt. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ja, ich würde mal sagen, da und da. Zack, und dann noch mal hier. Hier. Jo, das ist eine schöne Steigung geworden. Was machst denn du da unten? Du hast da nichts zu suchen. Du hast da gar nichts zu suchen. Und du auch nicht. Gar nichts. Eggshot hier. Wegstarten. No. Ja, da kann man doch schon mal. Wo kommt ihr denn her, Leute? Aus dem. Na, zeig dich. Kommen die hier aus der Festung raus? Okay, ja.
Das wäre natürlich hier eine tolle Nachbarschaft. Ja. So, jetzt können wir hier so ein bisschen wieder... Zack, zack. Also die Seite sieht ja soweit schon mal recht gut aus. Wir werden erstmal noch ein Happen essen. Und dann hier noch ein bisschen wegsprengen. Zack. Zack, zack, zack. Zack. Und... Na... immer doch so die Kante hier so weg. Oh. Schauen wir mal. Ja, TNT ist halt nicht so unbedingt doch das feinste Werkzeug, mit dem man arbeiten kann. Oh. Schon ein bisschen grob. Die Kelle, mit der man da aufträgt. Aber was soll's. Du wirst hier meine Sachen nicht voreilig hochjagen. Das mache ich hier schon selber. Also das voreilig hochjagen. Jawohl, Roms, da ist er weg, die Ecke. Na? Mann, gib Ruhe da hinten. So weit weg, dass ich mit dem Pfeil und Bogen nicht mehr erreiche. Sieht fast so aus. Ah ja, haben wir doch erwischt. Okay, und hier hat er auch schön fleißig abgetragen. Was denn? Ist da schon wieder der nächste? Ich weiß, erst sprenge ich mir hier den Weg frei und dann baue ich den nachher zu, damit ich nicht von den Ghasts getroffen werde. Ne? Das ist Minecraft-Logik. Leute, Leute, Leute. Aber gehört doch alles irgendwie dazu. So, da. Jo. Und da und da. No. Und zack, zack, zack. Kommt einer dazwischen. Tack, tack, tack. Und tack. Jo. Oh, das kriegen wir hier doch so langsam hin. Na gut, mit der Festung da hinten muss man immer ein bisschen aufpassen. No. Wie kriege ich hier die Schräge recht gut hin? Machen wir mal so. Das war... Zack. Dann sollte er nicht ganz so tief nach unten weghauen. Ja, ich denke mal, das ist der Weg.
denn einer hat doch bisher immer gereicht. Zack, kriegst noch einen in die Weichteile, Junge. So, schwuppdiwupp. Zack, zack. Und dann hier, zack. Ups. Ja, ich denke mal, so sollten wir das hinkriegen, dass wir hier nicht so ganz so gar gewaltig große Löcher hier reinreißen. TNT-Block zum Feuer ausklopfen benutzen. Hm? Minecraft. Ja, okay. Ja, den Rest machen wir dann mit der Spitzhacke in Feinarbeit, Kleinarbeit. So. Zack. Zack. Fein arbeiten. Das heißt erstmal nochmal einen Happen Essen hier. So. Und ja, okay, das rasieren wir hier einfach mal mit der Spitzhacke ab. So, 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 so. So. Zack, 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 zack. Jawohl. Ja, so grob. Reicht das hier? Da können wir dann später schön den Weg durchbauen. No. Das passt ja schon, ne? So, schwupp, schwupp, schwupp. Und dann bringen wir hier den ganzen Netherrack nochmal weg. Dass wir den dann nämlich auch schön zu Bricks brennen können. Zack, zack. Ab hier erstmal in die Truhe mit dem Zeug. So. Kohle, wenn ich das eine Stück hier, können wir noch in den Ofen reinschmeißen. So, dann machen wir uns nochmal auf den Weg und sammeln unten ein. Was da noch so an Netherrack rumfliegt. So, lala. Oh, okay. So, schon ein bisschen. Zack, zack, zack. Wir wollen hier nichts umkommen lassen, ne? Höchstens Gegner und Monster. Aber kein Material hier. Kein Material verschwenden. Nichts umkommen lassen. So. Aber dann haben wir nämlich auch einfach... Oh, Gasträne. Sehr schön. Haben wir nämlich auch einfach hier einfach nochmal einen schönen Zugang in den Nether hier im Norden. Ja, auch richtig schön gelegen hier gleich in Laufweite, kurze Strecke zum Portal nach New Venengo. Hier dann gleich noch eine Nether-Festung dabei. Also, oh, wie bei Immobilien, da zählt nur eins, die Lage, die Lage, die Lage. Und die ist hier doch, denke ich mal, recht gut. So. Hier noch was rumzufliegen. Naja, zack, den nehmen wir noch. So, aber jawohl, das ist zack, zack, zack. Und hier so ein bisschen schon angefangen auszugleichen. Da steckst du. Zack. Zack. Ups, den habe ich direkt in die Fresse bekommen. Und den auch. Autsch. Autsch, 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 autsch. EA. Elk. Mist. Verdammter. Ach. Okay, gut, müssen wir wieder
Okay, sind wir hier gelandet auf. Auf Lummerland haben wir hier noch ein Boot irgendwo rumzufliegen. Nein, das heißt, wir müssen uns eins bauen. Aber wir sollten ja dann recht schnell an unseren Krempel kommen. So, nehmen wir hier erstmal ein bisschen mit an Rüstung. Das war zumindest bei groben Treffern erstmal ein bisschen geschützt sind. Kunterbunte Rüstung hier. So, schwuppdiwupp. Ab ins Boot. Ja, auf geht's, so kann das gehen. Da denkt man hat diese Ghasts im Griff. Im Griff? Diese Ghasts im Griff? Mein Gott. Und dann, ehe man sich versieht, erwischen sie einen doch, ne? Ja, ne, bei Nacht sieht hier Hamsters Heaven natürlich besonders toll aus, weil ich halt inzwischen auch die ganzen Unterwasserhöhlen hier beleuchtet habe, oder Tunneleingänge, ne, wo halt die Steilwand hier so reinschneidet. So, ich halte mich jetzt nicht extra damit auf, hier das Boot sauber anzuhalten, sondern zack, 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 zack. Wir gehen hier gleich durch. Ich will gleich meinen Krempel einsammeln. Wollen mal schauen, was verloren gegangen ist. Da oben liegt er ja. Zack, 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 zack. Da haben wir den Bogen, der ist wichtig. So, da haben wir hoffentlich den ganzen anderen Krempel, der wichtig ist. So, oh, und da hinten ist mein Schwert, da hinten ist mein Schwert. Ha! So. Dann sortieren wir erstmal ein bisschen. Oh, so, Schwert. Dann, wo wir es gewohnt sind. Hosen, Bogen, Pfeile. So. Zack, hier ist noch. Hier ist nichts mehr. Okay, das scheint es aber doch halbwegs gewesen zu sein. Die Fläche, auf der ich meinen Krempel verteilt habe. So, Fackeln haben wir da, Eimer. Zack, das ist das Werkzeug. Rüstung. Ja, okay, da hat er mir vorher noch einiges vom Leib geschossen, der Bursche. Aber ich decke jetzt auf Anhieb erstmal nichts großartig, was mir hier fehlt. Das ist ja soweit ganz gut. So. Dann können wir uns nämlich gleich dran machen, ja, ich glaube, den den Runway hier zwischen den müssen wir absichern. Oh, denn hier ist doch eine ganze Menge Volk unterwegs. Gerade aus der Festung nebenan. Soll doch so ein bisschen aufpassen. Aber es ist ja soweit okay. Ne? So, dann setzen wir uns da oben eine Cobblestone-Decke hin. So, schön vorsichtig hier mit der Dings, mit der Spitzhacke. So. Also muss ja jetzt nicht erstmal einen Schönheitspreis gewinnen. Jedenfalls nicht auf Anhieb. So. So.
Ach ja. Die ist natürlich. Zack, 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 zack. So, was hier? Doch erstmal dicht. Ja, okay, und dann richten wir uns hier erstmal ein mit Werkbank. Zack, kommt dahin, Ofen, schwubbidiwupp. Eins, zwei daneben, ich sagte eins, zwei daneben, schon wieder. So. Na, und dann machen wir uns hier noch eine Doppelkiste. Zack und zack. Damit wir jetzt mal so ein bisschen so eine Basis haben. Eigentlich bräuchten wir noch... Ach, da haben wir ja noch hier. Zack, Steinziegel. Ist das schön. Das heißt, wir können die Wand hier doch richtig dicht machen. Zack, zack. Und wir können auch hinter dem Portal hier eine richtige Rückwand einziehen, dass das ein bisschen nach was aussieht. So. Oh, wieder so die Ecke weggespart. Tür zu setzen und hier und hier und weil das sind ja zwei Kinders, was mache ich denn da? So, was heißt, zack, zack, da kommt die Tür hin, da machen wir einen kleinen Cookie-Lucky. Ja, zum Rein- und Rausschauen. Ziegel haben wir hier schon welche mit. Dann machen wir uns die ersten Bricks. Und aus den Bricks, zack, 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 die ersten Netherzäune, dass wir dann hier auch pling, pling das dicht machen können. Geht es darum, ja, hier den Boden reinzuziehen. Ich denke mal, das machen wir ganz einfach mit Cobblestone. Und ich weiß, ihr denkt immer noch hier, Dutch, du hast da noch Obsidian in der Ecke offen. Kümmern wir uns auch drum, natürlich. So. Zack, zack, zack. Und da haben wir den Koppel. Nein, Alter, ja. Habe ich hier schon eine Truhe? Inventory ist trotzdem voll. Schub, schub, schub. Erstmal das Zeug hier weg. Auch das TNT brauchen wir ja erstmal nicht mehr. Da. So. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und ja, ich könnte natürlich Slabs draus machen. Dann würde das für mehr Bodenfläche reichen. Aber da ich ja hier noch von den Steinziegeln übrig habe, kann ich die auch ganz elegant hier oben weghauen. Machen wir denn die Dachkonstruktion anders. So. Zack, zack, zack. Und für den Fußboden reicht es dann schon. Hüpf. Ja. Na. So.
Zack. So, dann können wir auch hier gleich mal das Ganze etwas versäubern. So. Dann können wir nämlich hier das Dach schon so ein bisschen reinziehen. Schwuppdiwupp. Das Ganze genauso hier machen. So. Schwupp, schwupp. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Und darüber. Ist jetzt nicht besonders elegant, ich gebe es zu. Aber funktioniert erstmal. No. Mach dich mal weg, Kleiner. Hast ja nichts verloren. So, hier machen wir so ein hin. Da kommt dann vielleicht später noch ein Leuchtstein. Naja, sieht erstmal nach Bunker aus. Ist ja auch einer. So. Um es mal so zu sagen. Zack, zack, zack. So, die beiden können wir dann mitnehmen. Und was machen wir hier noch? Schönes. Da haben wir ja den Weg schon halbwegs. Eine Tür werden wir brauchen. Aber die sollte auch gleich ein bisschen abgedeckt werden. Deswegen kommt hier so ein Vordach dran. Komm, dann machen wir das, ziehen wir das mal eine Stufe höher. Das war das nämlich hier dran ziehen. So, auf die Höhe. Na, da haben wir nämlich oben nochmal halt den Farbwechsel. Jo. Und es liegt halt auf den Dingens. So, da fehlt uns wieder was. Ach, unser Zombiefleisch ist weg. Das haben wir vergessen. Okay, um das ist es ja erfreulicherweise nicht schade. Ja. So, jetzt aber Tür gebaut. Ja, machen wir erstmal hier die Tür. Zack, 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 zack. Schöne Eisentür. Und eine Holzdruckplatte von innen und ein Druckknöpfchen, dass wir die nachher auch wieder von außen aufkriegen. So, so, schwuppdiwupp, zack. Und der sollte da eben vor Gasfeuer geschützt sein. So, dann können wir hier den ganzen Netherrack, den wir hier noch übrig haben, verbauen. So, so. Nein, nicht noch mehr Gasteinschusslöcher. Wo steckt da der Bursche? Wo steckt er? Okay. Weiter im Programm. Na, da werden wir dann später mit Cobblestone Slabs das Ganze auf Niveau bringen und dann unseren Weg da drauf bauen. Ja, so, so, so. Schwupp, 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 schwupp. Zack. Erstmal geht's darum, dass wir das letzte Obsidianstück da noch reinsetzen. Ja, in unser Portal, damit das halt auch schön aussieht, so wie so ein Portal ja aussehen soll, ne? Nämlich richtig rund, komplett mit Obsidian gebaut und nicht die
Nicht die Sparbauweise. So, so, zack, zack. So, da kommen wir doch hier schon hier oben an. Plop, plop, plop. Ups, und da sind wir schon vor bis Schuss. Halbwegs sicher. Ja, hör auf zu schreien, verpiss dich einfach. So. Hehe. So. Spuckdiwupp. Zack, Tür auf, Tür zu. Dann ist hier inzwischen schwupp. Ich weiß nicht, macht euch das was aus, wenn ich einfach so durch das Portal durchrenne. So, dann können wir hier gleich... Ich dachte, ich hätte hier Nesarek in den Ofen gepackt. Okay. Nehmen wir hier gleich mal ein bisschen Kohle mit. Und da haben wir die Endertruhe, da haben wir den einen Obsidian, den wir brauchen. Einen Amboss nehmen wir auch noch mit. Und damit sollte die Station da unten eigentlich soweit passend ausgestattet sein. Was werden wir denn noch brauchen? Eigentlich nur Baumaterialien, die wir momentan ja nicht dabei haben. So, Steine und so, ne? Aber das können wir uns dann von oben holen. Jo, so. Happy, happy Kürbiskuchen. Ja, den letzten Obsidian da rein. Kürbiskuchen gegessen. Nach dem ganzen Gammelfleisch eine echte Abwechslung. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon wieder aufnehme. So, die Treppe werden wir da auch irgendwann mal umbiegen, umlegen. Zack, zack, zack. Gastrainer eingesammelt hier. Schwuppdiwupp. Ja, da kann man schön schnell runterrennen. Und ist schön fix. Zack, dann hier unten. So. Ha, haben wir hier den Schönheitsfehler auch beseitigt. So, hier Kohle rein. Und Netherstein rein. Dass wir den hier brennen. So, die Kürbiskuchen schmeißen wir hier rein. Und einen Amboss brauchen wir hier auch noch. Zack, den packen wir am besten noch dahin. So, das sieht ja soweit ganz gut aus. Zack, 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 zack. Das lässt sich doch gut an. Okay, ich mache mal hier ein kurzes Päuschen, um mal zu schauen, wie lange ich schon aufgenommen habe. Vielleicht sehen wir uns gleich wieder. Tja, Leute, gute Stunde ist es wieder mal geworden. Ich mache dann mal hier für heute Feierabend. Werde jetzt offscreen hier noch unten die Station im Nether ein bisschen schön ausbauen, den Weg gestalten. Na, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir wieder in der Oberwelt weiterbauen, längs einer der Stationen unseres Weges, der uns von, ja, nicht von Lummerland, sondern von hier, vom Hamster, von Hamsters Heaven nach Osten führt. Da werden wir uns noch ein schönes Plätzchen suchen und dann geht's da weiter mit dem Bauern. Bis dahin, na, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.